Mann. Ihr habt ja, viele haben ja immer gesagt, ihr möchtet gerne mal ein Food Diary, also zeigen, was ich zu essen, was ich esse. Ab und zu gebe ich das ja preis bei meinen Videos, aber halt nicht jedes Mal. Und ich habe mir jetzt entschieden, zumindest habe ich einen gedreht, einen Food Diary von dem ganzen Jahr 2019. Also viel Spaß beim Zuschauen. Bis bald. Ciao, ciao. Guten Morgen, meine Lieben. Das ist heute mein Frühstück. Und zwar Gurken, Tomaten, eingelegte und ein Brötchen. Das ist eigentlich das große Brötchen, 60 Gramm. Deswegen habe ich eins nur genommen. Und zwar ist das diese Ajak, keine Ahnung, wie das heißt. Diese Creme da von Penny und ganz normaler Frischkäse. Genau. Meine Lieben, schaut euch das mal an. Das ist heute mein Mittagessen. Natürlich nicht alles. Das ist nur Auswahl, die ich habe. Hier, oh, voilà. Hier habe ich einmal Latte Macchiato. Und dann habe ich hier zwei Brötchen, die ich essen werde. Dann habe ich hier einmal Tomaten, sage ich schon. Gurken und... fällt mir der Name nicht ein. Schitte. Radieschen, genau. Dann hier so eine vegetarische Fleischwurst. Hier veganer Schinken, Spicker und Käse. Und dann hier dieses Ebi. Das ist ja dieses von Gesund Leben. Dann habe ich hier Margarine und Frischkäse. Mal schauen, was ich alles essen werde. Mittagessen, das ich gleich koche. Also hier ist Mangold. Ich weiß auch nicht, was ich damit machen soll, ja. Ich habe noch nie was mit Mangold gemacht, deswegen mache ich den jetzt. Dann zusammen mit den Tomaten, also ein paar Tomaten, 3 Stück. Hier ist noch der andere Mangold. Hier ist Fenchel. Puh, keine Ahnung. Ich mache das klein. Also schneide den klein, pack's aber in einer extra Dose oder Schälchen und mache das extra, weil ich nicht weiß, wie der schmeckt. Dann habe ich hier diesen Wirsingkohl und einmal Porree. Jetzt werde ich alle zusammenschnibbeln und insgesamt hat das 90 Kilokalorien, weil es ist ja ungefähr 5 Portionen. Deswegen sind das insgesamt dann nur 90 Kilokalorien. Punkte, keine Ahnung. 0, ne? Ja, 0. Ja, und hier habe ich ja noch Gemüsebrühe. Das wären ja bei Weight Watchers wäre das ja ein 0 Punkte, weil ja Gemüse keine Punkte haben und Gemüsebrühe glaube ich auch nicht, vielleicht ein Punkt, ja. Aber der Rest hätte da bei Weight Watchers halt 0 Punkte und halt bei Kalorienzählen 90 pro Portion. So, das ist heute mein Frühstück und zwar 2 Brötchen mit Frischkäse und da vegetarische Wurst. Sieht aus wie Fleischwurst, ist es auch, aber halt auf vegetarische Art. Dann habe ich hier eine Portion Orangen und Mandarinen. Hier sind ein paar Tomaten und hier Latte Macchiato. Und so, mein Raclette ist fertig. Also zumindest zeige ich euch jetzt mal, was ich alles so da habe. Hier habe ich halt diesen Raclette-Grill, etwas billige Variante, für billigere Variante, also ja, da oben ist halt so ein aus Keramik. Das ist noch nicht an, deswegen. Und unten sind also Plättchen, auch mit Farben und halt so eine Holzplatte da oben. Dann habe ich hier einmal ein paar Zucchinis, dann ein paar Pilze. Die müssen auf jeden Fall heute gegessen werden, weil die sind schon ein bisschen braun. Dann habe ich hier einmal Paprika. Dann habe ich vegetarische Burgerscheiben habe ich klein geschnitten. Dann habe ich hier so eine Currysoße selbst gemacht und Käse. Und dann habe ich hier einmal ja diesen Pina Colada, glaube ich, heißt das. Dummerweise habe ich ja diese komischen Eiswürfel von meinem Bruder bekommen. Ich habe damit nicht gerechnet. Ja, dumm ist aber klar. Zumindest es wird nur kalt, aber es die Konsistenz und zumindest der Geschmack verändert sich nicht. Weil normalerweise bei den anderen Eiswürfeln ist es halt so, dass die dann auch ein bisschen milder wird, der Alkohol. Aber so natürlich nicht. Tja, geht auch so. So, meine Lieben, warte mal ganz kurz. Ich habe hier mein Abendbrotessen. Und zwar diesen Dürrü-Teig da, oder Flatschen, mit ein wenig Kräuterfrischkäse. Dann habe ich da Radieschen, so Rucola. Ja, und ein bisschen Hackfleisch, habe ich schon gesagt, glaube ich. Na, egal. Dann habe ich hier noch einmal einen ganz normalen Salat. Ich habe jetzt extra so Schüsseln bekommen von meiner Oma. Erst brauchte ich die gar nicht. Und jetzt habe ich auch so schöne Dinger. 4 Stück habe ich davon. Wie gesagt, da ist ganz normaler Salat drin mit ein wenig Joghurtdressing. Selbst gemacht. Also eigentlich kein Joghurtdressing in dem Sinne. Eigentlich nur Joghurt, einen Klecks Joghurt oder 2. Ja, dann Körniger Quatsch. Wie heißt denn das? Körnerbrühe? Genau, das war's. Heute mein Frühstück und zwar Balance-Toast mit Aufschnitt. Da habe ich hier einmal Chai Latte, dann habe ich hier eine Portion Gurken und eine Mandarine oder Clementine. Die nehme ich aber mit. Genau, das war's. Ihr versteht mich. Also hier ist mein Frühstück. Toast mit Aufschnitt und einmal Radieschen und nebenbei schaue ich die Zone, irgendwelchen englischen Spiel. So, meine Lieben, das ist wieder mein Frühstück. Wieder Tomaten mit ein bisschen Fondor und Toast mit Aufstrich. Einmal hier mit Aufschnitt, was auch immer. Hier einmal mit Wurst und einmal mit Käse. Die Sonne scheint schon. Das ist heute mein Frühstück. Und zwar Toast mit Avocado, Lachs und Käse. Und einmal, ja, ich glaube, es sind 4 kleine Cherry-Tomaten. Und zum Trinken mache ich das. Also, ne? Erdbeer, Himbeer, ein kalter Tee. Also ich brauche jetzt nicht den Tee warm machen, also Wasser warm machen, sondern einfach nur kaltes Wasser. Und dann den Beutel rein und fertig. Morgen, meine Lieben. Ich habe jetzt gedacht, ich mache das ganze Wochenende, filme ich jetzt durch. Hier habe ich 2 Brötchen und ich habe abgenommen. 2,2 Kilogramm. Ich glaube überwiegend auch, weil ich jetzt jeden Morgen 20 Minuten Laufband mache, also ne, Sport mache, glaube ich, das ist das Größte, warum ich jetzt 2,2 Kilo abgenommen habe. Ist auch egal. Hier sind immer 2 Brötchen, wie gesagt. Dann ist mein Mittagessen, ist das eigentlich. Dann habe ich hier Tomaten und Radieschen. Hier so eine Käse-Variante. Hier Avocado-Creme. Dann hier diese Creme mit einmal Süßkartoffeln und einmal Kidney Bone, glaube ich. Dann hier Aubergine, Salami am Stück. Dann Frischkäse, Sahne, Meerrettich, Lachs und nochmal Aufschnitt. Genau. So, meine Lieben, das ist jetzt mein Abendbrotessen. Und zwar Sauerkraut mit Speck. Nicht, wie heißt das? Bauchspeck. Aber eigentlich wollte ich, dass es eigentlich Tofu ist. Aber es war im Gefrierfach und das sah genauso aus wie Tofu. Und deswegen, ja, habe ich mich vergriffen. Aber was soll's. Und dann habe ich 2 Puffer mit einem Klecks. Das ist eigentlich nur ein Klecks. Also ein Teelöffel Frischkäse. So, das ist der Rest. Ich habe von diesem Speckding da gar nichts gegessen. Und nur ein einziges schmeckte nicht so. Da habe ich die 1,5 von den Puffern und gar nichts von dem Frischkäse, aber hat trotzdem geschmeckt. Guten Morgen, meine Lieben. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich schon Sport gemacht. 20 Minuten lang, also zumindest auf dem Laufband. Und deswegen habe ich jetzt, naja, deswegen nicht, aber das Frühstück ist das hier. Einmal eine halbe Scheibe Butterkäse mit, unten sind Tomaten. Dann eine Scheibe Salami, eine halbe Scheibe Kochschinken und eine Latte Macchiato mit Karamellgeschmack. Genau. Das war mein Frühstück. Ein Brötchen, da habe ich hier einmal Lachs, dann Sahne-Meerrettich, hier habe ich Käse, Wurst, der andere hat auch Wurst, da habe ich hier Radieschen mit dieser Creme, oder Creme nicht, aber dieser Pulver da von Gefro, hier habe ich nochmal Käse, habe ich schon gezeigt, glaube ich, naja, hier nochmal Kaffee und genau, das hier ist selbstgemachter Rhabarberkompott. Eigentlich war das nur Rhabarber, Kleinschnibbel, also schälen und klein schnibbeln. Man muss ihn nicht schälen, aber ich mag es halt lieber, wenn man ihn schält. Dann ist er nicht so sauer. Trotzdem ist er auch sauer. Aber dann nur Wasser rein. Ein bisschen. Das ist ein bisschen, nee, nicht bedeckt ist, ganz bestimmt nicht. Sondern vielleicht nur einen Schuss Wasser rein und dann schmeckt das richtig geil. So, meine Lieben. Das ist heute jetzt mein Armbrot-Essen. Und zwar Grillgemüse, selbst gemacht. Also das ist... ein Esslöffel, nee, ja, nee, 2 Teelöffel Öl, aber das ist nicht alles, der Rest ist noch im Backofen. Dann ist das Spargel, grüner Spargel, Kartoffeln, Zwiebeln, Pilze und Paprika. Also Spitzpaprika, die mussten weg, von daher, der Rest musste auch alles ein bisschen weg und von daher habe ich so Reste Sachen gemacht. Genau. Das ist heute mein Armbrot-Essen, wie gesagt. Warte mal ganz kurz. Genau. So, meine Lieben, das ist heute mein Mittagessen. Und zwar wieder ein Eieromelett mit Paprika und einmal Joghurt mit Gemüsebrühe. Genau. So, meine Lieben, das ist heute mein Armbrot-Essen. Und zwar sind das 100 Gramm Nudeln mit Currysoße selbst gemacht, mit Gemüse. Und zwar Zucchini, Aubergine, Tomaten, Zwiebeln, Paprika, das war's. Genau, und dann halt noch ein Klecks, Königer Frischkäse. Und das sind eigentlich nur 50 Gramm, aber das hat sich so ein bisschen verlaufen. Naja, also 50 Gramm Grießbrei gemischt mit Milchreis und ein ganz bisschen, also eine ganze Pfirsich. Genau, ja, da ist es. Also, ich habe heute, wie gesagt, nur gefrühstückt. Also, ich habe noch genug, also... Danach hätte ich immer noch Kalorien übrig, aber ich möchte halt unter den Kilokalorien bleiben ein bisschen. Also habe ich hier eine, oh, kann man das lesen? Ja, eine halbe Gurke. Dann habe ich auch eine halbe, weil das ein riesen Ding war, Kohlrabi. Dann habe ich hier Tzatziki. Dann halt diese vegetarischen Mühlenfrikadellen und Würstchen. Dann habe ich 1, 2, 3, 4 trocknete Tomaten und einmal 4 Radieschen. Genau. Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir haben es jetzt schon Dienstag. Aber Schwamm drüber. Das ist jetzt mein Frühstück. Und zwar Käse mit Aufstrich. Da habe ich hier einmal Gurken mit so einer, ja, diesem Gewürz, ne? Und dann habe ich hier einmal Latte Macchiato. Das war's. Guten Morgen, meine Lieben. Das hier ist mein Frühstück. Und zwar mit Mittagessen zusammen. Ein Brötchen mit Radieschen. So Aufstrich. Hier aber Exquisa. Dann haben wir so Currycreme. Ach, ein Ei ist noch im Topf. Dann habe ich hier einmal Hummus. Dann noch so eine andere Creme. Dann einmal eine Latte Macchiato. Hier habe ich einmal veganen Schinkenspicker mit Grillgemüse. Schmeckt wirklich geil. Und darunter ist halt Käse. Genau, da habe ich hier einmal Fondant und Zitronensaft, wieso auch immer. Dann habe ich hier eine Fake-Wurst. Und einmal 50 Gramm Joghurt. Und zwar ist das mit Himbeer und Apfel. Genau. Das ist jetzt heute mein Armbrotessen. Und das mache ich mir gleich selber. Ein Tortilla-Wrap. Da sind das jetzt 3 Eier. Ja, natürlich esse ich nicht das alles. Ich habe es erstmal vorbereitet für die nächsten Tage. Also morgen auch nochmal, weil das sind jetzt 2. Eins esse ich heute Abend und den Rest esse ich dann halt morgen. Denn das sind das hier einmal so Putengrillis. Nee, Hähnchengrillis heißen die ja jetzt. Dann habe ich hier einmal Tomaten und Radieschen. Dann habe ich einmal die Mayonnaise. Da mache ich nicht so viel drauf, aber mal schauen. Dann habe ich hier einen Salatkorb. Dann Kresse und bei mir dürfen ja natürlich Zwiebeln nicht fehlen. Und dann zeige ich euch gleich, wie es dann aussieht. So, jetzt sieht es aus, als wäre es fertig. Noch zusammenrollen und dann ist es fertig. So, das sind jetzt die fertigen Wraps. Was für die wärmere Jahreszeit. Okay, bis gleich. Eben. Erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt, ich frühstücke jetzt, oder auch insgesamt Mittagessen. Und zwar zweimal die kleinen Brötchen. Da habe ich hier einmal Knoblauch, Salami, Gourmet-Scheiben, also ich weiß, was ich, ne, Jomont, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Da habe ich hier getrocknete Tomaten, dann Kresse, Latte Macchiato, was ist das da? Achso, Brotaufstrich Ei, dann Partygarnelen, Streichgut, dann Frischkäse und das sieht ein bisschen bräunlicher schon aus, zumindest in der Kamera. In echt ist es jetzt ein bisschen grüner. Und Avocado-Creme. Ja, das war's. So, guten Morgen, meine Lieben. Das ist heute mein Frühstück. 2 Scheiben Salami mit Vollkorntoast und Kresse. Und dann habe ich hier einmal eine Gemüseplatte, Mini-Gemüseplatte. Und zwar einmal Gurken und Radieschen. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben es jetzt gleich 5 nach 10. Das ist jetzt mein Frühstück und auch Mittagessen zusammen. Mit Aufschnitt. Dann habe ich hier einmal eine Tomate und einmal Latte Macchiato. So, meine Lieben, guten Morgen. Das ist heute mein Mittagessen. Und zwar sind das 2 Brötchen, da ist die andere. Hier habe ich Marmelade. Und zwar, wie heißt die Marmelade? Mirabellen, glaube ich, heißen die. Dann hier noch Salami. Dann habe ich einmal einen Früchtetee. Ich versuche mal wieder mit Früchtetee. Vielleicht klappt das ja. Dann habe ich hier Margarine ganz normal und hier einmal Bacon. Genau, das ist jetzt mein Mittagessen. Ja. So, meine Lieben, das sind jetzt die Zutaten, die ich jetzt benutze. Und zwar ist es der Bacon, dann ist es hier die Baked Beans, dann 4 oder 5 Würstchen, dann 2 Eier, dann habe ich hier einmal Tomaten und Pilze, genau, und 2 Toast. Mal gucken, ich weiß wahrscheinlich nicht, wenn ich alles essen, aber ich werde es mal vorbereiten. Jetzt. Und zwar wie Baked Beans, alles was ich gemacht habe und noch ein Toast und ein Latte Macchiato. Mal gucken, ob ich das alles schaffe. Ich glaube nicht. Mal gucken. Lieben, das ist jetzt wieder mein Frühstück und Mittagessen. 2 Brötchen, dann einmal Latte Macchiato, dann einmal eine Avocado, Knoblauch und Fondor, Zap oder Goldsaft, wie man es auch nennen möchte, dann Käse, Partygarnelen, dann Frischkäse, Margarine-Aufschnitt. Dann habe ich hier nochmal Kresse, Zwiebeln und nochmal Wurst. Genau, das war's. So, meine Lieben, guten Morgen. Also, hallo. Ich zeige euch jetzt mein Mittagessen. Und zwar, das ist natürlich, esse ich nicht alles. Es ist nur alles, dass ich alles auf dem Tisch habe. Habe ich einmal ein Baguette-Brötchen. Dann einmal grobe Teewurst, die ist zwar fast schon leer. Dann habe ich hinten die Light-Variante. Da habe ich Salami, Gouda. Da hinten tut dann Käse. Da ist, hier drin ist Zwiebeln. Dann da hinten so eine Chili, Paprika, Frischkäse. Dann da unten noch ein Käse-Ecke. Dann kalter Tee, Marmelade, Kirsch und Aprikose, glaube ich. Pfirsich? Egal. Ja, Aprikose steht hier drauf. Dann hier noch andere Teewurst. Dann eine Tomate und einmal Margarine. Genau. So, meine Lieben, das war heute mein Frühstück und Mittagessen. Und zwar wieder Brötchen mit Aufstrich. Dann ist es hier einmal Radieschen und Tomaten und mal wieder ein Latte Macchiato. Ich mache jetzt Kaiserschmarrn, natürlich jetzt, ja, aus der Packung, aber trotzdem. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis gleich. Oh. Endergebnis, ein bisschen schwarz, aber schmeckt trotzdem. Meine Lieben, das war heute mein Frühstück und zwar ein Brötchen mit Aufschnitt. Ne? Also einmal hier habe ich Krasse, dann habe ich hier Latte Macchiato, Cappuccino, irgendwas. Dann habe ich einmal Wurst, einmal Teewurst, Salami. Genau, hier habe ich einmal Butterkäse und Lachsschinken, Zwiebeln, Fondor, Käse, irgendwas mit so einem Aufstrich, so mit Pfeffer, Pfefferring, genau, und einmal Margarine. Hallöchen.